Dass Qalbinan Ketia auch komponiert hat, Chorlieder und Klavierstücke vor allem, ist wenig bekannt. In Ghana mag das unter anderem daran liegen, dass es nur sehr wenige Klaviere gibt, die die Hitze und Feuchtigkeit überstanden haben. Wir wurden nach langer Suche fündig, in der Privatwohnung des Direktors vom Goethe-Institut. Meine Idee ist es, für Afrika eine Musik in einer gewissen Qualität zu schreiben, an der die meisten Menschen ihre Freude haben. Ich möchte nicht für eine Elite komponieren. Obwohl einige von uns studiert haben und deswegen ein bisschen abgehoben sind, versuchen wir, die einfachen Leute zu erreichen.